Dharamsala, am Rande des Himalayas. Hier im Norden Indiens liegt das politische und religiöse Zentrum der Exil-Tibeter. Auf 1830 Metern Höhe liegt der eine Teil des Ortes. Der niedriger gelegene ist nur zu Fuß oder mit einem kleinen Fahrzeug über eine steile Straße erreichbar. Bereits in den frühen 60er Jahren entstand hier ein kleines Heim mit Kindergarten für alle allein aufgefundenen Kinder. Der Beginn des SOS-Kinderdorfs Dharamsala. Es ist 6 Uhr in der Früh. Die SOS-Kinderdorfmutter Namdol weckt ihre Kinder. Sie betreut 17 Mädchen und 14 Jungen. Die Jüngsten sind 6 Jahre alt. Die Zahl der Kinder, die hier in einer Familie zusammenleben, ist aufgrund der besonderen Umstände in tibetischen Kinderdörfern viel höher als in anderen SOS-Kinderdörfern. Denn die Kinder hier wurden von ihren Eltern alleine auf eine gefährliche Reise geschickt, in der Hoffnung auf eine bessere Zukunft und ein besseres Leben. Mein Name ist Jemay Tenzin. Ich bin 12 Jahre alt, besuche die 6. Klasse und wohne im Haus Nummer 36. Ich bin ganz glücklich. Nach dem traditionellen Morgengebet werden die anfallenden Hausarbeiten an die einzelnen Kinder verteilt. Jedes Kind hier muss bestimmte Aufgaben und Pflichten übernehmen. Auch das Frühstück wird gemeinsam vorbereitet. Wir beten morgens und abends. Nachmittags essen wir hier und danach gehen wir wieder zur Schule. Heute gibt es zum Frühstück gekochte Eier, Brot und den traditionellen tibetischen Milchtee. Nach dem Frühstück machen sich Jemay und ihre Freundinnen auf den Weg zur Schule. Neben Tibetisch und Hindi lernen die Kinder hier insgesamt 3 Sprachen. Ziel ist es, sie möglichst gut auf das Leben in der indischen Gesellschaft vorzubereiten. Deshalb spielt in Dharamsala Bildung eine ganz besondere Rolle. Hier können sie sogar die Hochschulreife machen. Jemay hat gerade Englisch. Neben den Naturwissenschaften, Englisch oder Literatur, wird ihr in Dharamsala auch die tibetische Kultur und Sprache vermittelt. Der Schulabschluss, den die Kinder hier machen können, ist staatlich anerkannt. Er ist die Basis für die Zukunft dieser Kinder. Wenn die Kinder von Tibet hierher kommen, müssen sie ihre Eltern oft zurücklassen oder verlieren sie bei der Flucht. Es gibt verschiedene Schicksale. Einige werden auch entdeckt. Und bei wieder anderen könnte ich richtige Dramen erzählen, wie sie ihre Heimat verlassen mussten oder über das Leiden, das sie durchstehen mussten, als sie bei frostigen Temperaturen über den Himalaya kamen, um hier ein neues Leben anzufangen. Insgesamt leben im SOS-Kinderdorf Dharamsala 2200 Kinder in 44 Familienhäusern, einem Babyhaus und verschiedenen Jugendwohngemeinschaften. Im tibetischen Exil war das SOS-Kinderdorf die erste Einrichtung für Flüchtlingskinder. Neben den SOS-Müttern sind auch die Lehrer wichtige Bezugspersonen für die Kinder. Der Zusammenhalt ist groß, sowohl mit den Lehrern als auch zwischen den Jungen und Mädchen untereinander. Sie geben sich gegenseitig Halt und Nähe. Und Sport fördert das gemeinsame Gruppengefühl noch stärker. Über jedes Kind, das aus Tibet flüchtet, gibt es eine Geschichte zu erzählen. Einige dieser Geschichten sind sehr anrührend und bewegend. Wissen Sie, da gibt es Kinder, die bei der Überquerung der Berge ihre Finger erfroren oder ihre Sehkraft verloren haben. So wie diese gibt es viele, viele andere Geschichten. Im SOS-Kinderdorf Dharamsala
versuchen die Mitarbeiter, den Kindern das Gefühl von Geborgenheit zu vermitteln. Chimay besucht gemeinsam mit Tsering Huedon von SOS Kinderdorf Dharamsala das Babyhaus, in dem auch sie einmal war, als sie klein war. Das ist das Babyhaus. Wir haben um die 25 Babys hier und 6 bis 7 Mütter, die sich um die Kinder kümmern. Sie arbeiten in Tag- und Nachtschichten. Die Größeren besuchen gerade den Montessori-Kindergarten. Und diejenigen, die zu klein sind, machen nach dem Mittagessen ihr Nickerchen. Jedes einzelne Kind hat seine Wiege mit seinen Spielsachen. Sie glaubt, dass sie in das Babyhaus gekommen ist, als sie 3 Jahre alt war. Sie lebte hier, bis sie 6 wurde, also 3 Jahre. Mittlerweile ist es Nachmittag und Chimay macht sich auf den Weg zurück nach Hause. Dort bereiten bereits einige Kinderdorfgeschwister das Abendessen zu. Die SOS-Kinderdorfmutter steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite und gibt Tipps, wie man das Essen am besten zubereitet. So lernen die Kinder hier spielerisch auch die einfachen Hausarbeiten. Jeden Tag kochen wir zusammen und manchmal schaue ich nach den kleineren Kindern. Und die Großen kochen dann ganz selbstständig alleine. Ich habe heute Dienst und mache gerade tibetische Hefebrötchen. Später möchte ich einmal Köchin werden. Nach den Hausarbeiten haben die Kinder Freizeit. Chimay führt ihr Lieblingshobby vor: Seilspringen. Die grundsätzliche Idee hinter unserem Engagement ist es, ihnen eine Chance zu geben und sie dabei zu unterstützen, unabhängig zu werden, sodass sie nicht von anderen abhängig sind, wenn sie unser Kinderdorf und die Schule verlassen. Es ist Zeit fürs Abendessen. SOS-Kinderdorfmutter Namdol verteilt die Hefebrötchen. Ab 7:15 am Abend können die älteren Kinder ihre Hausaufgaben machen. Die kleineren Kinder müssen dann ins Bett. Erst wenn die kleinen Kinder im Bett sind, haben die Großen Ruhe, um ihre Hausaufgaben für die Schule am nächsten Tag zu erledigen. Ein langer Tag geht für die Kinder im SOS-Kinderdorf Dharamsala zu Ende. Heute bin ich sehr glücklich und ich danke euch allen. Ich möchte jetzt schlafen. Jetzt möchte ich schlafen gehen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.